Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe meiner Drohnenserie. Ja, das heutige Thema wird sein, wie man die DJI Mavic Air 2 in Betrieb nimmt. Das werde ich euch anhand dieses Videos zeigen und meine Drohnenserie beinhaltet insgesamt 8, vielleicht sogar 9 oder 10 Folgen und ich werde jeden Freitag ab heute eine Folge hochladen. Also seid gespannt, schön dranbleiben und so, meine Lieben, ich werde das schicke Gerät jetzt auspacken. Ich habe jetzt zurzeit noch die Standardtasche von der DJI Air 2 und ich werde mir jetzt aber demnächst auch noch einen schicken Koffer zulegen. Würde ich euch auch empfehlen, weil ich finde die Taschen immer etwas zu, naja, ja, man muss halt viel reinpacken und es kann dann auch mal passieren, dass die Tasche etwas zu voll wird und dass dann auch vielleicht ein bisschen Druck auf die Motoren gemacht wird und das kann man halt in diesem Koffer vermeiden, da kann man halt genug reinpacken und ja, ich werde die Drohne jetzt auspacken. So, das werde ich euch jetzt richtig schön präsentieren. So, da haben wir das schicke Stück. Ich habe die Drohne in einen Skin verpackt, die habe ich komplett neu foliert, wie man hier sehen kann. Ja, und ich finde es halt schön so und mir gefällt es und es gibt halt Menschen, denen es nicht so gefällt, denen gefällt es tatsächlich besser, die Drohne im Originalzustand zu verlassen, belassen und ja, ich habe die Drohne in einem Thema foliert, was mich sehr interessiert und zwar fühle mich sehr gerne Gewitter und da habe ich mir gedacht, ja, warum packst du die Drohne dann nicht in einen Gewitterskin, ja, und ja, so sieht es dann aus. So, ich werde euch dann jetzt zeigen, wie man diese Drohne entfaltet. Als erstes faltet ihr die vorderen Rotorenarme aus. So, also so mache ich es auf jeden Fall immer und so sollte man es auch machen. So, und dann schön aufpassen, die hinteren Rotorenarme ganz vorsichtig aufklappen, sehr empfindlich. Ja, klar, eine gewisse Stabilität ist vorhanden, aber man kann bei diesen Geräten nicht vorsichtig genug sein, weil eine Reparatur auch nicht gerade günstig ist. Ja, und schon ist die Drohne entfaltet. So, und dann entfaltet ihr noch die Rotorenblätter. Ja, so. So sieht das Ganze dann aus. Und dann könnt ihr auch schon euer Akku reinpacken. Dann sieht die Drohne auch schon vollständig aus. Wie man sieht, ein tolles Bild. Mir gefällt es sehr, der neue Skin. Und ja, dann könnt ihr auch schon mit der Fernbedienung beginnen. Dieses gute Stück hier. Da habt ihr hier unten drinne, habt ihr die Knaufe für die Steuerung. Die holt ihr euch ganz einfach raus und dreht dann ganz vorsichtig die Joysticks in die dafür vorgesehenen Löcher, Gewindelöcher rein. Ja, Vorsicht. So, so sieht das Ganze dann aus. Ja, dann könnt ihr auch schon euer Handy reinpacken. Dazu zieht ihr einfach hier das Ding raus, oben. Ja, da befindet sich dann auch schon euer Kabel drin, was ihr für euer Gerät benötigt. Da könnt ihr dann dementsprechend euer Kabel fürs Android-Gerät reintun. Ich benutze Apple und dafür habt ihr eine hier vorgesehene Halterung. Ja, da könnt ihr das dann reinpacken. So, und ich werde dann jetzt mein Handy dort reinpacken und werde euch dann alles weitere zeigen. So, so sieht das Ganze dann aus. Ihr könnt das Handy einfach an die Kante oben anlegen, ja, und dann drückt ihr das Gerät einfach hoch. Und dann springt das Gerät automatisch in die dafür vorgesehene Halterung rein. Das sind in dem Falle sind das hier so Gummiknaufe und da passt das Gerät dann wunderbar rein. Ja, und so sieht das dann aus. Wunderschön. So, dazu gibt es eine Technik, die nennt sich Kurzlang
Das bedeutet, ihr drückt einmal ganz kurz. Also wichtig ist auf jeden Fall als erstes die Fernsteuerung einzuschalten. Und ihr seht jetzt gerade noch mein Aufnahmeprogramm hier, damit nehme ich zusätzlich den Ton auf. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm. So, auf jeden Fall habt ihr hier rechts den Power-Button. Da drückt ihr einmal kurz drauf und lang. Kurz und lang drückt. Dann macht die Fernsteuerung auch schon diesen Signalton. Das bedeutet, die Fernsteuerung ist eingeschaltet und aktiv. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann jetzt. So, so sieht das dann auf jeden Fall aus. Und dann könnt ihr auch schon hingehen und die Drohne einschalten. Ebenfalls in der Kurz-Lang-Technik einmal kurz gedrückt halten. Das werde ich euch jetzt zeigen. Dazu lege ich die Fernsteuerung einmal hier hin. Das ist die Drohne. So, und ihr habt hier den Power-Button. Da drückt ihr einmal ganz kurz und dann einmal lang drauf. Und dann macht die Drohne auch einen Signalton. So, jetzt macht sie die ganzen Einstellungen für sich, macht sich flugbereit. Und dann kann man die Drohne auch schon in der App mit der Fly-App verbinden. Ich nehme mir hier immer das schicke Brettchen mit. Das sind zwei Laminathölzer. Die habe ich mir zusammen gemacht. Und ja, sehr praktisch auf jeden Fall. Man kann natürlich auch im Store, kann man sich natürlich auch dementsprechend schöne Landeplätze kaufen. Ja, und so sieht es dann aus. Und jetzt werden wir die Drohne in Betrieb nehmen. So, ihr nehmt dann jetzt einfach den rechten und den linken Joystick und drückt ihn nach innen Richtung Power-Button nach unten. Und dann setzt sich die Drohne, also beide Joysticks gleichzeitig, in die Mitte drücken. Ja, also in die Mitte des Controllers, Richtung des Power-Buttons. Einmal diagonal drücken nach innen. Ja, kleinen Moment. Überprüfung abgeschlossen. Das ist wunderbar. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Wie man sieht, die Motoren setzen sich in Bewegung. Und das sieht auf jeden Fall klasse aus. Ja, meine Lieben, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Jetzt habt ihr gesehen, wie die Drohne in Betrieb genommen wird. Und ich werde euch dann im nächsten Video zeigen, wie man die Drohne richtig versichert. Und ja, das soll es dann erstmal von mir gewesen sein. Und jetzt werde ich noch ein bisschen mit euch rumfliegen. Habt noch ein wenig Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video.
Ja, meine Lieben, das war meine erste Folge von meiner Drohnenserie. Ich werde euch nächste Woche, am nächsten Freitag, in der zweiten Folge, werde ich euch ein wenig zum Thema Versicherungen aufklären und ein bisschen die rechtlichen Wege erklären, beziehungsweise wo ihr fliegen dürft und wo nicht und alles, was dazugehört. Also beim nächsten Mal wieder einschalten und schön dranbleiben, dicken Daumen da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und ich wünsche euch alles Gute, euer Patrick von Lidum Produktion, und seid gespannt auf nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen Drohne fliegen.